Mein Kuhn. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ach, die FDP. Stellen ja regelmäßig Anträge, die mit der Einkommensteuer zu tun haben. Und bei zwei Punkten kann man sich immer sicher sein. Erstens, Bundestagsabgeordnete sollen weniger Steuern zahlen. Das Zweite ist, es wird teuer. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf nicht rein, wie viel. Da steht nur der lapidare Satz, es wird zu Mindereinnahmen führen im Bundeshaushalt oder in den Haushalten von Ländern oder Kommunen. Jetzt abgesehen davon, dass es nicht oder, sondern und heißen müsste. Das heißt, weil es für Bund, Länder und Kommunen zu geringeren Steuereinnahmen führt. Aber eine Zahl nennen Sie nicht. Das ist gänzlich unseriös für einen Gesetzentwurf. Und ob das jetzt 10 Milliarden, das ist es bestimmt, was Sie entlasten wollen, oder sogar die 30 Milliarden mit Solidaritätszuschlag, die der Kollege De Masio eben gesagt hat. Klar ist, es ist weniger Geld vorhanden für Investitionen, weniger Geld für Bildung, weniger Geld für sozialen Zusammenhalt. Und schon deswegen ist dieser Gesetzentwurf ein Problem. Und das alles, und jetzt komme ich dazu, wer wie entlastet wird. Das alles, weil Sie Bundestagsabgeordnete entlasten wollen um 3.000 Euro. 3.000 Euro jedes Jahr sollen wir weniger Steuern zahlen. Nach Ihrem Gesetzentwurf, rechnen Sie das mal selber aus, 250 Euro weniger im Monat wollen Sie jedem von uns schenken. Trotzdem werden wir dem nicht zustimmen. Nun sagen Sie, sollen auch kleine Einkommen entlastet werden. Richtig. Jemand mit 10.000 Euro zu versteuerndem Einkommen wird auch entlastet, und zwar um 71 Cent. Pro Jahr. 71 Cent pro Jahr, das sind 6 Cent im Monat. Bei 20.000 Euro ist das schon ein bisschen mehr, da sind schon 7 Euro im Monat. Und bei 30.000 Euro, dann sind wir schon in der Mitte der Gesellschaft, sind es 25 Euro im Monat Entlastung bei Ihrem Gesetzentwurf. Das ist ein Zehntel dessen, was Sie, was ein Bundestagsabgeordneter nach Ihrem Gesetzentwurf weniger zahlen soll. Und das ist nicht gerecht, und das werden wir so nicht unterstützen. Wenn man wirklich entlasten will, und wir müssen entlasten, dann ist es wichtig, die Realität sich anzugucken. Da gibt es dieses schöne Schaubild des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der sogenannte Wal in der Badewanne. Was sagt uns dieser Wal? Der Wal sagt, dass schon bei unteren Einkommen die Belastung tatsächlich relativ hoch ist. Da machen Sie fast nichts. Bei den hohen Einkommen sinkt die Belastung mit steigenden Einkommen. Das ist eigentlich was, wo man dran gehen muss. Da wollen Sie noch stärker entlasten. Und beim unteren Einkommensbereich? Es ist nicht erwünscht, dass Sie mit solchen Schaubildern arbeiten. Vor allen Dingen deshalb, weil die Protokollführer Schwierigkeiten haben, das, was Sie zeigen, stenografisch festzuhalten. Gut. Ich habe auch schon andere Schaubilder gesehen, aber Sie haben den Wahl jetzt im Kopf. Unten sieht man, mit geringerem Einkommen steigt die Entlastung. Auch da müsste man dran gehen. Was man machen müsste, wenn man entlasten will, genau, was wir vorschlagen, ist, wenn man entlasten will, dann reicht es nicht zu sagen, mehr Netto vom Brutto, sondern man muss weitergehen und sagen, man muss bei denen im unteren Einkommensbereich noch was drauflegen, nämlich mehr Netto vom Brutto. Man muss dazu kommen, dass die Menschen im unteren Einkommensbereich nicht Geld zahlen an das Finanzamt, sondern Geld bekommen vom Finanzamt. Mehr Netto vom Brutto, mehr Netto als Brutto, das ist die Lösung und nicht mehr Netto vom Brutto. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege